Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir machen weiter und suchen das letzte Stück dieser Katzenschulenverbesserung. Es gibt natürlich noch mehr. Oh, guck mal, das ist gar nicht so weit weg hier gewesen. Eieiei. Teil 2 holen wir uns dann auch noch danach in diesem Part und dann werde ich sie mal verbessern, die Rüstung. Wollen wir doch mal sehen, ob wir sie dann nicht bald schon tragen können. Natürlich kann ich das bald, aber... Naja. So. Bis dahin dauert es noch ein paar Level. Ich werde dann nämlich nach Skellige gehen. Werde so lange wohl die Greifenrüstung tragen und... Oh, warte mal. Ups. Selbst der Regen riecht hier anders. Hallo, Flüchtling. Du ziehst nordwärts, Meister? Warum fragst du? Ich dachte, du könntest vielleicht nachsehen, was mit unseren Männern passiert ist. Sie sind schon eine Weile weg. Ja. Was brauchst du? Hier ist neulich eine Kaufmannskarawane durchgekommen. Die hat ein paar unserer Leute angeheuert, ihr den Weg zur Brücke zu zeigen. Gestern hätten sie zurück sein sollen. Gut, ich halte die Augen offen. Mein Bruder Tomil hat sie angeführt. Rede mit ihm, wenn du sie findest. Kluger Mann. Nicht wie die anderen. Ja, komm, dann machen wir das halt. Immer gibt's Ablenkungen. Das ist aber, glaube ich... Oh, warte mal, das ist gar nicht so weit von dem Standort weg. Hole ich mir erst die Rüstung und dann mache ich das. So. Phantom der Handelsroute. Oh Gott, es ist wieder sehr düster hier. Ich mag das nicht. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Seid viel zu schwächlich, ihr Wölfchen. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Hau ab. Du bist viel zu schwach. Ihr könnt mir gar nichts. Ich hau euch mit einem Schlag aus den Socken. Aus den Pfoten. Ist gerade ein bisschen unpassend, die Musik. Hallo? Vor allem, da ich fliehen will. Jetzt dreht er um, oder was? Oha, das ist eine Wyvern. Bang. Einen habe ich. Yep. Wow, das war einfach. Das war einfach. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Das sind zwei Monster. Ein Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, ja. Bin doch schon dabei, Geralt. Yay. Naja, hat es ja nicht wirklich gelohnt. Ein Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Katetsche rein und fertig. Oh ne, da macht ein tanzenden Stern rein. Das kannst du doch mal früher sagen, Kerle. Oh, was ist jetzt los? Ach du Elend. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Warte. Ist er? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das ist noch eine Höhle. Guck mal. Da brennst du auch schön durch mein Käsemesser. Yes, das war's. Schätzchen. Ach so, das war... Ach, das war der Auftrag? Der ist ja riesig. Wie heißt der nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Hat unseren Wagen umgeworfen und uns dann in die Höhle getrieben. Wir sind gelaufen wie die Hasen, haben unterwegs fast die Beine verloren. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Ach ja, gut. Dann habe ich jetzt gleich einen Monsterauftrag hinter mich gebracht. Das ist ja nett. Warte. Wir waren Trophäe Bannfluch.
Na komm, das können wir schon, diese Szene. Da schlägt einfach ein bisschen rein und hackt den Kopf dann ab. Oh, Plätzchen ist da. Plätzchen! Was haben wir denn da unten noch? Spannendes. Autsch, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Au. Coole Sache, hier geht's noch eine ewig weite Höhle rein. Oh. Ich wäre beinahe hier reingefallen. Dort sitzt ja einer. Ein Apfel. Oh, er kommt da rauf sogar. Nett. Oh, Vorsicht. Was ist denn hier noch alles? Oh, da liegen noch welche. Blumen. Also irgendwie hat das Vieh hier wohl ganz viele Menschen reingeschleppt als Nahrungsquelle. Oh. Okay. Dann habe ich die Katzenstiefel gleich mitgefunden. Na sowas. Das ist ja nett. Habe ich das gleich mitgemacht. Das Phantom der Handelsroute. Wie man einfach mal hier alles nebenbei erledigt. Ich finde das schön. Ich finde das schön. Guck mal, jetzt habe ich gleich mit alles erledigt. Super. Super, super. Warte mal, hier ist doch bestimmt auch noch ein Ort, den es zu finden gilt. Ich war Richtung Westen. Oh Gott, wenn es nicht so düster wäre. Mach die Fackel aus. Hallo? So, ich habe die Fackel noch in der Hand. Ja. Da hat er mich schon, weil ich wollte, er wollte eben die ganze Zeit Bomben werfen. So, da ein bisschen südlich und dann ist das gut. So, da haben wir den Ort. Gibt's da auch eine Markierung für? Fände ich Töfte. Fände ich Töfte. Nee, gibt's so eine Quest. Oh, was ist da denn los? Denn beim Clown? Siehst du hier Monster, hä? Verpiss dich, Hexer, wir brauchen dich hier nicht. Ich sehe hier diverse Monster. Wo? Dremmi, verdammt! Du bist blöder als ein Fass Schmalz! Er meint uns! Wir sind normale Leute! Du bist der beschissene Mutant hier! Auf ihn, Jungs! Na gut, ihr habt so gewollt. Wir sind keine Bauern, das sind böse Menschen! Yes! Alter Schwede! Einen habe ich gleich mitgespalten. Ja. So geht das. Die bringen einfach mal die Menschen hier um. Dann habe ich auch kein Mitleid mit. Bin ich nicht gleich schon wieder überladen? Nö, noch nicht. Oh, guck mal, wieder Waffe aufbessern. Warum nicht? So, gibt es denn keine Markierung? Keine Wegmarkierung? Doch. Toderas. Die haben ja einfach mal alle aufgeschlitzt. Nee, da kenne ich nichts. Die hau ich alle zu Klump. Einfach so, ohne nachzufragen. Würdet ihr bestimmt auch tun, oder? Wenn ihr es könntet. Einfach mal die Bauern töten und dann sich drum streiten, wer die Beute kriegt oder was. Ihr seid doch bescheuert. Sei gegrüßt. Ich habe eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Hier, nimm dies. Danke. Mach's gut. So, was macht denn diese Greifentrophäe eigentlich? Oder diese, was war das? Wyvern-Trophäe, Bonuserfahrung? Nee. Ich will dieses Verstümmeln haben. Ihr wollt das nämlich auch sehen. Ich glaube, das ist halt wirklich, dass man Leuten eher so den Kopf abschlägt und sowas bei Finishern. Das wollt ihr doch auch, ne? Das wollt ihr natürlich haben. Mensch, was frage ich denn? So. Schatzsuche. Katzenschule, Teil 2. Oh, Stufe 23. Ja, endlich. Dann ist ja mal Zeit. Nein. So, seht mal, ich habe wieder einen Punkt. Und, nein, dafür brauche ich 24, glaube ich. 26 sogar. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich werde mal den Schwertwirbel weiter skillen.
Zack. Warte mal, die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, oder? Ne, die hier meine ich. Nee. Hä? Hm. Ich werde mal das mit der Katzenschule rausnehmen und vielleicht deswegen die Bolzen zum Blocken. Dann habe ich noch mal... Ja, habe ich noch mehr Angriffskraft. Was, mit 20? Was soll ich denn da drin? Ein Wivernmutter gehen. Was soll ich denn mit Wivernmutter gehen? 5, 5, 5, 5, 5. Sag mal. Habe ich echt nur so schlechte Mutagene gerade? Das ist ja mies. Was habe ich denn da oben drin? Ein großes Mutagen oder was? Ein rotes. Hä? Ist doch auch nur ein ganz normales Mutagen, oder? Ja, 20. Mehr ist nicht. Ach, schade. Wasservibe, Werwolf. Machen wir wieder Wivern, komm. Davon habe ich genug. Ich finde das ja doof. Aber noch mehr Angriffskraft ist super. So, dann gucken wir mal. Wo muss ich denn hin? Ach, warte, hier ist eins. Super. Gehe ich zum Rückeranwesen. Das geht auf jeden Fall schneller. Oh, Leute, ich muss mir die Musik aufs Handy machen. Ich feiere das total, diese Hexermusik hier von Percival. Die ist so super, ne? Ist super. So super. Oh, nicht schon wieder Wölfchen. Ihr seid doof, Wölfchen. Ich will euch nichts tun. Aber ihr seid blöd, weil ihr mich immer angreifen wollt. Ah, ab. Und die Waage hier. Da die meine ich die Musik. Lelelei, lelelei, lelelei. Au. Oh Gott. Aber die sind ganz schön stark, ne? Aus Level 5 die Masse macht's einfach. Die Masse macht's. So, ich habe natürlich keine Bomben. Jawohl. Ah ne, warte. Ja. Ich werde es jetzt mal machen, wie ihr sagt. Wenn ich jetzt nämlich hier auswähle Meditation. Jawohl, so geht's schneller. Meine Güte. Ja, ich habe es mal geblickt. Ich habe das nie gelesen. Glaubt ihr, ich lese? Das kennt ihr doch. Wenn ihr irgendwelche einstudierten Bewegungsabläufe habt, dann lest ihr gar nicht mehr groß. Das ist wie bei einem Musiker, der seine Noten nicht mehr lesen muss. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Man schaut sich gar nicht mehr an, was man vor sich hat. Man spielt einfach oder man liest einfach und bla, ne? Man liest einfach nicht, meine ich so. Oh, da haben wir es schon. Das Katzenstahlschwert. Das war ja einfach. So, hätten wir das. Die Handschuhe. Was ist jetzt näher? Handschuhe oder was? Oder? Oh, das ist in Ochsenfurt. Na dann. Na dann. Und ich gehe am besten zum Rückeranwesen zurück. Das geht auch schneller. Ja, selbst schuld, wenn ihr da mich angreift, ne, ihr Wölfchen. Muss ich euch leider alle töten. Was, die sind auch... Die habe ich jetzt nicht getötet. Das war nicht von mir. Ach Mann, nervt man nicht jetzt. Das ist mein Käsemesser. So, da ist das Rückeranwesen. Na dann, auf nach Ochsenfurt. Cool, dass man sowas auch in Städten finden kann, finde ich, ja. Dann kann ich auch gleich noch ganz kurz beim Schmied vorbei, da wieder ein bisschen gewichtlos werden, ne? Das trifft sich. Das trifft sich. Ich spuck dir auch gleich mal wohin. Ganz ehrlich, wenn ihr immer wieder diese Spitzen gegen mich bringt, Freunde, dann werde ich grantig. Dann wird der Hexer auch mal grantig. Ah. Ach, das ernsthaft beim Waffenschmied im Keller? Zeig mir doch mal deine... Na gut, dann... So. Okay, der hat schon wieder kein Geld mehr. Krass, wie schnell das geht. Wiedersehen. Ach Leute, ich vermisse Gwint. Ich vermisse Gwint so sehr. So ein hübsches Spiel, ne? Ja? Ah ne, das ist eine... Eine Rübe. Gehe ich da rein?
Tatsache. Aha. Das Kram hier einfach mal ausräumen. Vielleicht ist ja irgendwo das Rezept dabei, ne? Oh oh. Hallo. Ich beklaue den einfach mal. Hat ja nichts dagegen. Okay, wo ist hier die Kiste? Überall Alkohol in den Schränken, sag mal. Vielleicht da drin? Ah, ist doch gut. Ne, in der Kiste kann ich nichts. Wo ist... Wo sind die Handschuhe? Ah, auch nicht. Gibt's ja gar nicht. Wo habt ihr das versteckt? Noch eins höher vielleicht? Geht's überhaupt noch höher? Nein. Das muss ja irgendwo sein. Wahrscheinlich dann doch im Keller. Ach, noch weiter unten im Keller natürlich. Na dann. Werden wir jetzt irgendwo eine Kiste und da... Oh, oh, oh. Hätte damit gerechnet, dass die hier noch so eine Art Katakombe drunter haben. Ach du Elend, wie weit geht das noch bitte? Ich wette, davon wusste keiner hier in Ochsenfurt. Also kaum einer. Das ist so krass. Überall gibt es hier noch weitere Wege und man fragt sich die ganze Zeit, was ist hier los? Aha. Aha. Yes, die Katzenhose. Brauche ich nur noch die Handschuhe. Gut, da geht's auch weiter. Ich will da jetzt nicht weiter erforschen gehen. Noch nicht. Wahrscheinlich kommen wir sowieso irgendwann nochmal hierher. Es ist ja leider oft so, dass man dort nicht weiterkommt. So, die Handschuhe waren auch nicht weit weg, das weiß ich. Hallo? Dann da. So. Ne, ich gehe oben lang. Die Handschuhe waren auch hier ganz in der Nähe. Östlich, nee, westlich von Ochsenfurt. Aber gut, dass es so schnell geht. Ich möchte ehrlich gesagt nicht immer folgenweise oder mehrere Folgen mit der Suche von Rüstungssets verbringen. Das ist dann doch ein bisschen langweilig. Ich habe ja schon mal gefragt, ob ich das rauslassen soll oder drinnen. Dann habt ihr gesagt, nee, lass drin. Also die Mehrzahl hat wohl gesagt, ich soll es drin lassen. Naja. Habt ihr schon recht. Es ist auch ganz spannend in der Regel, aber... Hallo? Wie, ich kann nicht speichern? Ach, guck mal, dieses Licht hier, ne? Schön. Es blendet zwar ein bisschen, aber es ist schön. So, dann würde ich sagen, gehe ich gleich mal nach Krähenfels und lasse mir die Rüstung verbessern, die ich jetzt dabei habe, hoffe ich. Ja, ich habe alles dabei. Zumindest die Greifenrüstung. Ach, die Katzen habe ich ja angezogen. Ah, haha, ja. Bin ich hier richtig? Ah ja. Seht ihr mal, da war ich schon ganz am Anfang des Spiels ein paar Mal. Oh, da hängt schon wieder einer. Es ist so brutal. Und dort gibt es eine Aufgabe. Die war vorher auch nicht da. Wahrscheinlich, weil ich hier alles befreit habe von Banditen. Nee, nee, warte. Oder soll ich die gleich annehmen? Ach, geht automatisch. Keinen Schritt weiter. Sonst gibt es noch eine Leiche. Hör mal, ich... Hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser. Ich was? Ich bin ein Hexer, kein Wichser. Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Na, kommt nur. Dein Arsch gehört mir. Was denn, was denn, was denn? Ja, lauf mal lieber. Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Todsicher. Naja. Seht ihr früh einen, ne? Also einer ist gestorben, so wie es aussieht. Sohn einer Ziege! Aha. Was bist du?
Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ganz viele Pilze. Lecker, lecker Pilze. Oh, guck mal, da haben wir sie doch schon. Katzenschuhe. Yes. Ich fände es voll lustig, wenn da vorne so Pfötchen dran wären. So kleine Pfötchen mit Krallen an den Schuhen und an den Händen. Das wäre voll lustig. Aber wer würde das ansehen? Also ich jetzt nicht so gerne. So, gehen wir gleich noch da oben das Fragezeichen holen. Ah, Steinbruch der Alten, sieh mal. Dann war ich hier doch noch nicht. Das war ein anderer Steinbruch, in dem ich war. Ein Hähnchen. Was ist das jetzt? Ja, da geradeaus. Oh oh. Wetten wir, hier ist irgendwas mit Ertrunkenen? Ja, natürlich. Natürlich ist hier was mit Ertrunkenen. Was denn sonst? Ich meine, da ist überall Wasser. Oh nee, Neckar. Du lebst. Ja, ja, ja. Kleines Mistvieh. Ich verabscheue Neckar. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Und wutsch. Ja, und noch ein Neckarherz, was ich jetzt nie wieder brauchen werde wahrscheinlich. Oh. Wie ist das Antagonist? Nee. Wie ist denn das Schwert? Doch, Antagonist. Cool. Wegwerfen. Oh Gott, das war jetzt viel zu viel, was ich da aufgehoben habe. Ah, wenn die nicht so viel Geld geben würden, ne? Das wird's alles einfacher machen. 1,56. Was gibt das? 1,028. Du Elend. Okay. Ja, ihr wollt ja immer kurz die Vergleichswerte haben, wie das aussieht, ne? Bannfluch habe ich schon. Ist aber auch nicht so toll. Ich zieh mal die Greifenklamotte an. Wieder. So. Und schmeiß noch was weg wahrscheinlich. Ja, die Stiefel müsste ich mal vielleicht entsorgen, ne? Die sind ziemlich schwer, glaube ich. Das geht 1,42. Auch wenn die jetzt viel Geld zu bringen scheinen. Aber die Waffen kann ich schlecht wegwerfen. Meine Schwerter und so weiter. Jawohl, 480. Das sieht alles mehr aus, als es ist im Endeffekt. Das wird dann viel weniger sein, wenn ich es verkaufe. Kriegst du was? Ja, die Schäle. 0,75. Was wiegt denn hier noch viel? 0,75. Obwohl, ich glaube, die Hake gab ganz gut Geld, ne? Asche. Die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, den Schädel und den Zapfen. Das Fleisch, oh, das wiegt auch nicht so viel. Ach du Elend, das wiegt bestimmt auch alles was, oder? Ne, wiegt gar nichts. Die Materialien wiegen nichts. Die Bücher vielleicht? Auch die wiegen ja was. So. Muss halt echt mal wieder Platz schaffen. So. Noch ein paar Bücher, die ich wegwerfen kann. Ja, jetzt. Hoppala. Na egal, hab schon gelesen. Gut. Dann schnell zurück nach Krähenfels und dort lasse ich mir jetzt die Katzenrüstung umbauen. Wahrscheinlich bin ich aber, wie gesagt, noch zu niedrigstufig dafür. Und ich muss auch mal ein paar Zutaten einlagern, wahrscheinlich, oder verkaufen. Wir hatten viel Geld, der Weidel hat immer viel Geld, der Sack. Der blöde Sack. Hat immer Geld. Geld, Geld, Geld. Warte, wo ist Krähenfels? Maulbeertal finde ich auch sehr schön. Krähenfels. Über die verbrannten Ruinen ging es auch nicht schneller, ne? Ach Mann. Immer so ewig hinlatschen zum Schmied da oben, zur Schmiedin besser. Ich finde das sehr doof. Es ist doch kein Problem, da schnell noch einen Punkt hin zu patchen, dass man dahin laufen, also hinreisen kann, oder? Wenn ich töfte. Und wie sieht's aus? Kannst dich nicht artikulieren, oder was?
Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den... Naja, gut. Ich hoffe wirklich, ich kann die anziehen. Geht das auch, wenn ich sie trage, dass ich die dann an... Warte mal, ich probiere das mal. Katze. Katze. Katze und Katze. Wäre natürlich super, wenn ich die, während ich das mache, sie tragen kann auch. Also, wenn er sie gleich anzieht, dann quasi. Geralt, schön. So, ich brauche... Warte mal, erstmal... Was verkauft? Bandwurf werde ich dir verkaufen. Den Feuerhaken auch, das finde ich total Quatsch. Ah, die Rüstungen kann ich dir abtreten. Jawohl, das gibt echt gut Geld. Und ich habe wieder Platz danach. Spaltbolzen. Nee, komm. Zielbolzen. Ich benutze die sowieso nie. Außer die Explosivbolzen könnte ich ja mal. Die ich jetzt auch nicht mehr habe. Da willst du ja auch nichts kaufen. Warte mal, hier vielleicht die Felle? Die leeren Flaschen, das ist eigentlich... Na komm, verkaufen wir den Kram mal. Die Demeritium-Fesseln, die sind... Die könnte ich mir zerlegen lassen. Huh. Oh, sie hat gar nicht mehr genug Geld. Haha. Verdammt. Na komm, dann lass ich mir was... Nee. Genau, ich brauche was. Es geht um eine Hexe. So. Jetzt aber Handschuhe, verbesserte Katzenhandschuhe. Ja, da haben wir sie doch. Zack. Trage ich die jetzt oder habe ich die automatisch ausgezogen? Das finde ich nämlich echt nicht gut. Hose, verbesserte Katzenhose. So. Verbesserte Katzenrüstung. Und... Schwerter kann ich mir schlecht bei ihr bauen lassen, aber da schaue ich dann gleich mal, bei welchem... Bei Hattori kann ich das natürlich machen. Und die verbesserten Katzenstiefel. Wunderbar. Dann mache ich noch einen Runenstein hier. Oh, warte. Ist da eben was? Nee. Oh, mir fallen gleich die Finger ab vom ganzen Durchskippen hier. Das ist ja nicht schön, du. Also gleich hat sie wieder richtig gut Geld durch mich, ne? Und dann verkauft hier wieder was und sind wir alle glücklich. So, mal gucken. Hat sich da was... Ah, großer Stein. Das mache ich mir nämlich schön, mein Käsemesser. Mein Emmentaler. Reparieren? Nein, ich möchte eigentlich... Zerlegen auch nicht. Zerlegen, doch. Hier möchte ich was zerlegen. Die Demeritium-Fesseln nämlich. 15. Da gibt es glühendes Erz für. Weiß ja nicht, ob das jetzt so gut war. Saphir und Goldklumpen. Oh. Ein Rubin. Was kriege ich dafür? Lederbänder, Zwirn. Okay. Glas. Holz und Silbererz. Ja, komm. Silbererz. Silber und Seide. Zwei Silberbarren sogar. Heieiei. Glühendes Erz. Okay. Ich kann Diamanten zerlegen lassen. Okay. Daraus kriege ich dann normalen Diamanten. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Und dann kriegst du von mir noch... mein Liebelein. Hier. Dann habe ich viel zu viel. Teilweise. Was hatte ich denn da alles? Monsterblut. So. Giftextrakt. Oh, das ist auch ganz schön gut zu verkaufen. Noch was. Stahlblech. Nee, das ist mir jetzt dann doch nicht wert. Meteoritenbarren. Nee, irgendwas, von dem ich sehr viel habe. Vielleicht. Öl. Nee, nicht davon. Nee, komm, ist egal. Ist egal, ich muss ja nichts mehr verkaufen. Oh, ich hab sie gleich an. Leb wohl. Oh, schön. Warte mal, die muss ich gleich mal im Tageslicht präsentieren. Oder warte mal, so ist auch schön. Hier, guck mal. Oh, schön, guck mal. Geralt, die Katze.
Ich find's klasse, mir gefällt die. Eine sehr schöne Rüstung. Oh, jetzt habe ich wenigstens Ärmel, aber lass mich raten, die ist wahrscheinlich viel zu hoch vom Level. Wenn ich die ausziehe, kann ich sie nicht mehr anziehen. Nee, 23, cool. Was hat sie denn jetzt? Angriffskraft? Aha. Angriffskraft, durchbohren, aufschlitzen. Das ist ja super. Und da kann ich mir gleich noch ein paar Steine reinmachen. Ich habe hier Öden. Warte mal, dann schmiede ich mir das noch. Aber das machen wir nächstes Mal, Leute. Ich werde nämlich den Part beenden an der Stelle. Ich danke sehr fürs Zusehen, liebe Leute. Weiterhin gerne unterstützen, wenn ihr möchtet. Und ja, nächstes Mal geht's weiter mit The Witcher 3 Wild Hunt.